Wir sind hier auf dem Stand der Firma Bosch. Das Thema Elektronik bei Motorrädern ist ja im Augenblick ganz aktuell. Also es gibt ganz viele Motorräder, die nicht nur ein ABS haben, sondern auch eine Traktionskontrolle. Es gibt elektronische Fahrwerke. Und die Firma Bosch ist eben eine von den Zulieferfirmen, die sich da im Augenblick sehr hervortun. Wir sprechen mit Herrn Yildirim, Projektmanager für den Bereich Motorrad-Elektronik. Herr Yildirim, was tut sich denn da Neues? Was gibt es denn da an neuen Entwicklungen? So, wir stehen hier schon bereits vor einem Motorrad, der Teil einer Funktionspalette beinhaltet, der Ende nächstes Jahres in Serie geht. Wir wollen unter dem Begriff Motorradstabilitätskontrolle Funktionen bringen, wo wir Motorradsicherheitsfunktionen nicht nur für die gerade Ausfahrt, sondern auch für die Schräglagensituationen applizieren wollen. Im Wesentlichen verbirgt sich dahinter, dass wir die elektronische Stabilitätskontrolle so implementieren, dass wir eine optimale Bremskraftverteilung vornehmen zwischen Vorderrad und Hinterrad. Wir haben als nächstes für die Bremskontrolle die sogenannte Schräglagen-ABS. Das heißt, wir wollen die ABS-Funktion auch in die Schräglage bringen. Und um das Ganze abzuschließen, haben wir auch bereits in diesem Motorrad auch eine Traktionskontrolle entwickelt, das schräglagenabhängig die Beschleunigung kontrolliert. Diese variable Bremskraftverteilung, heißt das, dass wenn ich jetzt am Bremshebel ziehe vorne, dass dann hinten mitgebremst wird oder arbeiten die Systeme völlig unabhängig weiter? So, prinzipiell ist das, wie es hier ausgeführt wird, ist ein Teilintegralsystem. Das heißt, Sie bremsen vorne und das System kalkuliert die optimale Bremskraftverteilung abhängig von der Fahrsituation zwischen Vorderrad und Hinterrad. Und in dem Fall wird dann, wenn ich vorne bremse, die Bremskraft mit nach vorne gebracht. Im Vergleich dazu gibt es auch ein Vollintegralsystem, wo Sie hinten bremsen und das Vorderrad wird mitgebremst. Aber in dieser Ausführung haben wir das Teilintegralsystem im Einsatz. Also um die Bremskraft optimal verteilen zu können, brauche ich eine Sensorik, die also die Schräglage und den aktuellen Fahrzustand erkennt. Was tut sich denn da? So, Teil unseres Systems ist auch ganz klar der Sensorbox, der quasi den Fahrzeugzustand detektiert. Das ist hier vorne hinter dem Gabel angebracht. Das ist ein 5D-Sensor, der über drei Beschleunigungs- und zwei Gehratensensoren den Fahrzeugzustand detektiert. Und aufgrund dieser Informationen sind wir denn in der Lage, schräglagenabhängig sowohl die Bremskraft als auch die Traktion zu kontrollieren. Das heißt, im Systemarchitektur ist neben dem, was wir an ABS und Bremssystem haben, ist der Sensorbox die Neuheit, die jetzt erlaubt, in die Schräglage diese Funktion zu bringen. Bisher stammte diese Sensorik aus dem Autobereich, vom ESP abgeleitet. Heißt das, dass die Komponenten jetzt kleiner, leichter sind und aus Motorrad speziell adaptiert sind? Genau, das ist im Grunde genommen der Kernschlüssel, den wir erkannt haben, dass wir motorradspezifische Lösungen brauchen. Und der Sensorbox, den ich Ihnen nachher auch nochmal als Hardware zeigen werde, ist quasi speziell für Motorrad entwickelt worden, weil ja Motorrad aufgrund der Randbedingungen andere Anforderungen stellt. Und das ist quasi gegenüber dem Pkw-Sensor halb so groß, wiegt halb so viel und speziell vom Motorrad appliziert worden und ist ein Schlüsselelement sozusagen. Das Gleiche konnten wir vor zwei Jahren bei ABS erfahren. Man braucht für Motorräder motorradspezifische Lösungen. Und diese Schlüsselvorgehensweise erlaubt es, dass wir dann tatsächlich auch gute Kundenzustimmung bekommen. Jetzt habe ich an so einem Motorrad jede Menge Elektronik. Ist das denn nicht so, dass diese ganze Elektronik ein bisschen an Fahrspaß nimmt? Das ist etwas, was wir immer wieder mal hören. Wir haben genau die umgekehrte Meinung. Wir bringen quasi die Motorräder auf einen Stand, wo
dass die Genießen des Motorrades auf einem sicheren Level stattfindet. Das heißt, wir versuchen, die Motorräder in diese Lage zu versetzen, an der physikalischen möglichen Grenze sicher fahren zu können. Von daher sagen wir, es ist eher spaßfördernd als spaßbremsend. Kann ich denn mit dem Motorrad zum Beispiel Willis fahren oder in eine Kurve reindriften, wenn ich es wollte? Also das System hat natürlich verschiedene Modi. Je nachdem, was der Kunde an Applikationen vorsieht, sind auch solche Dinge möglich. Bei dem Speziellen müsste ich die Kollegen nochmal fragen, was genau die nochmal tatsächlich zugelassen haben. Aber technisch möglich ist es, weil wir unsere Systeme je nach Kundenwunsch auch entsprechend applizieren können. Und das ist vielleicht auch eine Stärke, dass man, wenn man die physikalischen Grenzen kennt, dass man da dann dahin gehen kann und den Kundenwunsch, der dann die Charakteristik des Motorrades quasi dann abbildet für seinen Endkunden, dass wir dann dem erlauben, in dieser Flexibilität dies zu tun. Jetzt stehen wir hier vor der neuen KTM Adventure. Das ist ja eigentlich eine Enduro, die also auch mal eventuell im Gelände bewegt werden wird. Gibt es da dann einen speziellen Modus fürs Gelände? Genauso ist es. Wir haben speziell für dieses Fahrzeug auch ein sogenanntes Offroad-ABS-Funktion entwickelt, die erlaubt es, durchs Gelände sowohl ABS als auch traktionsmäßig speziell entwickelte Funktionen anzuwenden. Sie können quasi die Traktionskontrollfunktion, die wir bereits von der Straße anwenden können, auch unter Offroad-Bedingungen fahren und ABS genauso. Und dadurch ist das auch ein großer Schritt, dass man solche Maschinen dann auch unter tatsächlich Offroad-Bedingungen deutlich sicherer als bisher nutzen kann. Jetzt denke ich mir, dass es auch ziemlich komplex ist, diese Elektronik abzustimmen, zu entwickeln. Wer macht denn das? Macht das die Firma KTM oder machen Sie das? So, im Prinzip haben wir bereits die Komponenten ABS, Drehzahlsensoren, aber auch den Sensorbox haben wir entwickelt. Und dahinter verbirgt sich auch eine Funktion. Wir haben einen Algorithmus entwickelt, den wir zur Verfügung stellen. Und das bildet die Basis. Aber letztendlich die Applikation, die Anwendung der Funktionen selbst, das ist eine Kooperation, weil wir dann auf einmal in der Entwicklung ja auch Kommunikation haben und auf der technischen Ebene zwischen den Systemen. Wenn Sie eine Traktionskontrollfunktion aus dem ABS heraus realisieren, was wir hier gemacht haben, dann müssen Sie auf einmal mit einem Engine-Management-System kommunizieren, müssen quasi abhängig von Fahrzeugzustand den notwendigen Moment stellen. So, dadurch ist in jedem Fall auch eine höhere Kooperation notwendig. Im Speziellen mit KTM haben wir an der Stelle eine sehr gute Entwicklungspartnerschaft, wo wir dann die Funktion gemeinsam entwickelt haben. Und das Interessante ist, wir fügen ja keine komplett neuen Hardware dazu, sondern wir nutzen weitestgehend existierende Komponenten, existierende Algorithmen, wo wir dann über Nutzung dieser Signale Funktionen ableiten, wie Traktionskontrolle, ABS, auch in Offroad-Mode, wo wir dann mehr Wert auf Basis existierender Hardware bringen.